Herzlich willkommen in der CX Lounge, dem Customer Experience Talk in der Dachregion. Mein Name ist Kai Vorhölter, Gründer und CEO der Podneo Gruppe. Und heute ist tatsächlich die erste Show und ich freue mich sehr, dass wir gleich so einen spannenden Gast bei uns haben. Christian Tess, Geschäftsführer von Bosch Smart Home. Mit mir auch in der Lounge mein regelmäßiger Co-Gast oder Gastgeber, Professor Dr. Waldemar Förtsch, Autor mehrerer Standardwerke im Marketing, kann man mittlerweile sagen, ganz aktuell das Buch Age-to-Age Marketing, der hier seine Fachexpertise reinbringen wird. Es freut mich, hier zu sein. Freut mich auch, hier zu sein. Super. Christian, wir kennen uns ja etwas länger schon. Tatsächlich, meine Anfänge waren ja auch bei Robert Bosch. Daher aus dem Studium. Tatsächlich teilen wir ja auch die Freude, dass Waldemar Förtsch unser gemeinsamer Marketingprofessor, unser erster war. Ja. Jetzt bist du 20 Jahre bei Bosch dabei. Ich glaube, für Bosch per se nicht so ungewöhnlich, aber ich glaube, in der heutigen Zeit doch schon was Ungewöhnliches. Ja, das klingt so lang. Du machst mich so alt gerade hier. Also ich bin, freut mich, hier zu sein. Danke dir, Kai. Mit 43 Jahren mittlerweile. Glücklich verheiratet. Wir haben zwei Töchter und ich bin seit über 20 Jahren jetzt bei Bosch. Also habe BWL studiert, mein MBA gemacht. Und das Schöne bei Bosch ist, es ist ein großer Konzern. Man kann verschiedene Stationen durchlaufen und es steht immer noch der Name Bosch drüber, die roten 5 Buchstaben. Und das macht halt Spaß. Ich habe in einer Konzernstrategie begonnen, war dann verschiedene Stationen im Automotive, war dann im In- und Ausland für Powertools und 10 Jahre im Vertrieb tätig und jetzt seit anderthalb Jahren Geschäftsführer bei Bosch Smart Home. Wir sind zur zweiten in der Geschäftsführung, bin verantwortlich für die Bereiche User Experience, Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Logistik, Sales Back Office und das macht echt Spaß. Und vielleicht ein Satz noch, ist nicht ganz so untypisch für Boschler. Ne? Boschler sind sehr loyale Mitarbeiter und Bosch ist einfach ein tolles Stiftungsunternehmen. Christian, ich sagte, dass ich mich freue, dass gerade du jetzt der erste Gast bist in unserer Show, weil ich meine, es geht um das Thema Customer Experience, das heißt Kundenerlebnisse und da seid ihr natürlich in einem Umfeld unterwegs, was ich glaube, heißer für das Thema gar nicht sein könnte, ne? Weil es gibt natürlich multiple Touchpoints im wahrsten Sinne des Wortes, die es gilt zu bedienen und gleichermaßen viel näher kann ich am Kunden gar nicht sein in seinem eigenen Haus. Ich glaube, viel persönlicher geht es nicht, wenn wir über Kundenerfahrungen sprechen. Dazu geht es natürlich darum, auch nicht nur, ich sag mal, die gängigen Interfaces zu bedienen, ob das jetzt eine App oder sowas ist, sondern gilt ja auch, verschiedenste Geräte anzuschließen. Das heißt, das Thema IoT ist natürlich nicht nur ein Buzzword bei euch, sondern gelebte Praxis. Und wir werden da sicherlich gleich noch einiges drüber erfahren, beziehungsweise Waldemar und ich haben natürlich auch die eine oder andere Frage, die sicherlich auch unsere Zuschauer interessieren wird. Vielleicht fangen wir trotzdem nochmal bei dir ganz persönlich an. Außerhalb von Bosch fällt dir in letzter Zeit irgendwie ein ganz persönlicher CX-Moment ein, der dich bewegt hat? Außerhalb von Bosch? Das ist schwierig. Ja. Naja, ist aber auch bei Bosch. Vielleicht nicht ganz so populär, aber dennoch relevant ist so mein letzter Corona-PCR-Test. Wird viel negativ in der Presse drüber gesprochen. Mein letztes Ergebnis war oder Erlebnis war, ich habe abends für den Folgetag einen Test gesucht. Und habe mich abends registriert für den Folgetag in Stuttgart. Man konnte minutengenau einen Test buchen. Ich habe einen gebucht am nächsten Mittag um 11.43 Uhr. Habe dann einen Code zugeschickt bekommen für mein iPhone Wallet. Bin mit dem Code dann um 11.43 Uhr ungefähr hingegangen. Habe eingecheckt, habe den Test gemacht, bin rausgegangen. Das Ganze hat keine 3 Minuten gedauert. Nachts habe ich dann das Ergebnis bekommen, negativer Befund. In deutscher Sprache, in englischer Sprache und mit einem QR-Code. Also der ganze Prozess, wie ich fand, sehr positiv, tipptopp. Und wenn man mal zurück überlegt, so im
oder ich zurück überlege, im Frühsommer letzten Jahres, mein erster PCR-Test beim Hausarzt, eine Katastrophe. Und dann gab es irgendwie mal ein paar Tage später, man wusste nicht, wann es kommt, einen deutschen Wisch. Und das ist deutlich professioneller gemacht worden und war ein schönes Erlebnis, auch wenn der Test selber natürlich nicht ganz so angenehm ist. Das heißt, es gibt noch Hoffnung für die Digitalisierung in Deutschland. Absolut, absolut. Ja. Super, dann lass uns doch mal, ich habe es ein bisschen schon angeteasert, wer Bosch Smart Home ist, aber vielleicht gehst du noch mal ein bisschen drauf ein, was ihr macht, welche Produkte ihr gerade habt. Ja, und dann vielleicht auch so ein bisschen, was eure Mission ist. Also unsere Mission ist ganz klar, dass wir das Leben der Menschen sicherer, energieeffizienter und letztendlich einfacher machen wollen. Und das machen wir, indem wir unsere Produkte intelligent vernetzen, Services anbieten und Features anbieten. Und ich glaube, diese drei Sachen sind auch sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Also wenn man sich anschaut, das Leben sicherer machen. Es gibt bei dem Verwender ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis draußen. Und da zahlen wir voll drauf ein und haben Sicherheitslösungen. Wenn wir sagen energieeffizienter, ich glaube, das ist selbstredend, also Ressourcenschonung, CO2-Reduzierung ist ein ganz wichtiger Trend draußen. Und wenn wir hier gerade über CX oder UX sprechen, das Leben einfacher machen, ist für Smart Home zu Hause als User natürlich wichtig. Wie ist die Bedienung? Wie ist die Anwendung? Habe ich wirklich einen Mehrwert? Ist ein relevanter Use Case, den ich anbieten kann? Und je einfacher das gemacht werden kann, und da ist halt sehr wichtig auch das CX und diese Momente und der komplette Prozess. Und deswegen freue ich mich so sehr auf den Talk heute. Cool. Also ich meine, das ist ja einer der wesentlichen Teile der jetzigen Veränderung, dass ich wirklich, was bisher analog gelaufen ist, digitalisiere und eben auch viel, viel näher an den Kunden herangehe. Das Normale wird auch unterbrochen. Also wird durch Unwetter, wird auch was anderes sagen, Diebstahl oder sonstige Sachen unterbrochen. Und ich denke, Customer Experience muss sowohl das eine als auch das andere beinhalten. Und das ist schon eine Herausforderung an die Technik, aber auch an die Herausforderung, an wie weit denke ich mich in den Kunden hinein. Und ich denke, das könnte einer eurer großen Challenges sein. Ja, absolut. Und deswegen, ich glaube, da ist auch wichtig, wenn wir über Kundenerlebnis sprechen, dass wir uns nicht immer nur die einzelnen Touchpoints anschauen. Mhm. Und ob wir über Offline oder Online oder Mobile reden, sondern halt den kompletten Prozess als Experience end-to-end durchdenken. Mhm. Und das sind so zwei Sachen, die mir echt am Herzen liegen. Das eine ist, man darf halt nicht aufhören bei dem Thema Awareness oder Information oder dann beim Kauf, sondern für uns bei Bosch Smart Home geht es eigentlich ab dem Kauf erst richtig los. Ja. Also Customer Lifetime Value, die Beziehung zum Kunden ist enorm wichtig. Das heißt, wenn man über das Erlebnis bei uns spricht, das geht schon los beim Auspackerlebnis. Mhm. Dann geht es los bei der Installation. Also wir haben eine sehr einfache Installation, haben wir einen Code, den man scannen kann, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App. Wenn man es dann vielleicht nicht selber installieren möchte, bieten wir einen Installationsservice an. Dann in der Nutzung ist die App intuitiv, ist sie einfach, haben wir vorgedachte Automationen und Dienste. Und dann auch, der Kunde will verschiedene Bedienelemente haben, will auch per Sprache steuern, will per App steuern, will per Automation steuern. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht eins noch, wenn ich über Customer Lifetime Value oder den kompletten Journey rede, wir schicken ja kontinuierliche Updates raus. Das ist, was du ja auch meintest, glaube ich, in die Richtung zu gehen. Genau. Die Welt dreht sich weiter. Genau. Und das Schöne ist ja bei unseren Produkten, sie werden besser, je älter sie werden. Das heißt, mit den Updates erhält man neue Anwendungsfälle, erhält man neue Feature. Man hat immer die neueste Technologie drauf, ohne Zusatzkosten. Und das ist, glaube ich, wichtig auch für die Interaktion mit dem User. Da sind wir halt ganz nah über die App mit dem User dran. Ja. Und der User will ja auch Kunde bleiben. Also wir hatten gestern im Gespräch mit Phil Kotler die Diskussion, ist Loyalty von der Unternehmensseite auszusehen oder von der Kundenseite. Mhm. Bisher wird es immer von der Unternehmensseite ausgesehen. Der Kunde will ja loyal sein. Ich will ja nicht jeden Tag ein neues System lernen. Ich will ja nicht absolut, jeden Tag. Absolut. Und deswegen, und ich fühle mich ja auch viel wohler, wenn ich mit
Freunden, also mit meinen Marken zusammen bin. Deswegen, ich denke, Loyalty muss man von beiden Seiten sehen und auch die Prozesse so steuern, dass Loyalty überhaupt möglich ist. Und dann ist natürlich wichtig, dass der Kunde erstmal mit den ersten Produkten lernt und zufrieden ist. Genau. Wenn er zufrieden ist, wenn er einen guten Service hat, wenn er einen Mehrwert sieht, dann baut er das System aus. Wenn er sagt, in meinem Alltag hilft mir die Bosch Smart Home Lösung. Es ist ein besseres Raumklima da, es ist einfacher, das Haus ist sicherer damit. Dann sehen wir, wir können auswerten, wie viele Produkte immer angesteuert werden über unser Gateway. Natürlich alles datenschutzkonform. Und da schauen wir und sehen, dass viele Kunden natürlich immer aufwerten und diese Loyalität zu unserem System haben. Und das ist halt nur gegeben, wenn der Service und das Experience positiv ist. Super. Da sind wir ja schon voll drin im Thema. Jetzt ist es ja ein Umfeld, wo ja eine ganze Menge Innovation passiert, sehr viele Neuerungen, Änderungen. Kannst du uns da mal so einen Blick geben? Wo steht die Branche heute und wo bewegt sie sich gerade hin? Ja, die Branche, das Schöne bei uns ist ja, ist Potenzial ist noch sehr, ist riesig. Ne? Also die Marktdurchdringung ist in Europa noch gering. Und das ist eigentlich das Schöne. Wir haben ein Riesenpotenzial, wenn man sich auch mal die anderen Regionen, auch Amerika und so anschaut. Da müssen wir rüberbringen, wie einfach das ist. Ich glaube, das ist so in unserer Branche ein bisschen das Problem, weil die Leute haben ein bisschen Berührungsängste und denken, das ist nur was für Techies. Deswegen versuchen wir mit einem einfachen Installationsservice, mit einfachen, ja, auch Stories zu erklären, warum das System einfachen Mehrwert bringt. Und deswegen diese Komplexität, Relevanz und Einfachheit müssen wir rüberbringen. Dann natürlich gibt es verschiedene... Wenn ich da kurz einspringen darf, es ist natürlich aber auch, nicht nur eine hypothetische Angst, sondern ich glaube, die ist ja auch in deren Sicht begründet, weil wir ja alle auch mal nicht so gute Erfahrungen gemacht haben in diesem ganzen IoT-Umfeld jetzt mit dem Beginn. Ja? Also es gibt zwar sehr positive Sachen, so eine Alexa funktioniert erstmal ganz schnell, nur wenn ich das dann doch wieder mit Sonos und anderen Marken und so kombinieren will, dann merke ich plötzlich, oh, tut dann oft doch gar nicht. Da sprichst du natürlich einen ganz, ganz wichtigen Trend an, also Interoperabilität, also wie laufen und wie standardisiert sind die Schnittstellen. Und wir als Bosch Smart Home sehen, wenn du die Großen ansprichst, die du gerade genannt hast, unsere User wollen, dass unsere Produkte in diesem Ökosystem funktionieren. Also, wenn wir HomeKit zu Hause jemand hat, dann sollen unsere Produkte mit HomeKit funktionieren. Und deswegen zertifizieren wir unsere Produkte auch, dass sie HomeKit-ready sind. Und das muss sichergestellt sein. Aber es ist ein ganz wichtiger Trend bei uns in der Branche, diese Interoperabilität, die Sprachsteuerung und die Standardisierung von diesen Schnittstellen. Also das wird kommen. Und der vierte vielleicht, alle Produkte werden vernetzt sein. Also Konnektivität und im Haus, das ist unaufhaltsam und wird genauso kommen. Das siehst du bestimmt nicht anders. Ja, vom Zähler bis zum Staubsauger. Also genau. Das muss einfach so sein. Ihr habt ja viele B2C-Produkte oder nur B2C-Produkte, wenn ich das richtig sehe. Aber da gibt es ja auch noch die B2B-Produkte. Das heißt, wenn ich ein Haus kaufe, dann ist es drin. Und da sehe ich im Moment eher das Problem, die Hemmschwelle nicht nur beim Endkunden, also der muss die Experience haben, aber die Leute dazwischen, also der Sanitärfritze und der Baukonstrukteur und der Architekt und wie auch immer. Also diese ganze Kette muss ja mitgenommen werden. Absolut, absolut. Also wir fokussieren uns sehr stark B2C oder halt direkt für den Konsumenten hin. Aber ich glaube, das ist auch unsere Philosophie. Wir wollen es einfach machen. Eigentlich wollen wir gar nicht, dass die Installation professionell gemacht wird, sondern jeder DIYer, wenn er sich ein Alarmsystem von uns kauft, der hat es in 30, 60 Minuten hat er das installiert und zum Faktor 10 günstiger als ein Standardalarmsystem. Und das als Retrofit oder direkt halt beim Neukauf ist egal. Aber deswegen, das ist unsere primäre Richtung, auf die wir abzielen. Okay. Oh, das ist spannend. Spannend. Ja. In der Vergangenheit ist es natürlich ein Weg, ich meine, als Unternehmen, was stark aus dem B2B-Umfeld kommt, natürlich wahrscheinlich eher gewesen, dass man über Handelskanäle, Multiplikatoren, wie du es beschrieben hast, geht. Ne? Ich meine, mit Junkers Heizung wird noch hauptsächlich
genau. vom Sanitärmann gekauft. Genau. Aber umso mehr habt ihr natürlich da innerhalb des Bosch-Konzerns wirklich auch, kann man doch schon sagen, auch eine Vorreiterrolle in Teilen. Ne? Also, ja, haben wir. Ich meine, Bosch hat letztes Jahr 71,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 26% in Klammern nur im Consumer Goods-Bereich, also wo man nah dran ist direkt am Kunden. Aber wenn wir Kundenzentrierung uns anschauen, dann ist das ja kein Widerspruch, ob ich das B2B mache oder B2C. Richtig. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, was viele verwechseln, dass sie sagen, ja, User Centricity oder Customer Experience, das ist doch sogar kein B2B-Thema. Also bei Bosch ist es ein extremst relevantes Thema. Jeder Bereich hat eine UX integriert in seine Strategie. Mhm. Und der Kunde mag ein anderer sein. Das mag von mir aus der Qualitätsmanager einer Fertigung sein. Oder letztendlich weitergedacht, auch wenn wir an die Automobilhersteller verkaufen in unserem Kerngeschäft, wie das Fahrerassistenzsystem, wie das HMI-Interface im Auto dann mit dem Konsumenten, dem User wieder agiert, das müssen wir als Zulieferer ja mitdenken. Also auch wieder end-to-end, bis zum Ende durchgedacht. Und daher UX ist oder CX ist ganz oben auf der Agenda bei Bosch. Also wenn ich jetzt hier natürlich ergänzen darf, diese Betrachtungsweise UX auf den unterschiedlichen Ebenen zu haben und auch zu tun, führt ja dann genau zu dem Konzept, das ich jetzt im Januar mit Phil Kotler und Uwe Sponholz veröffentlicht habe, dem Age-to-Age-Marketing. Mhm. Weil wir der Meinung sind, dieses CX ist Teil des gesamten Prozesses, wo immer er stattfindet. Ja, richtig. Weil selbst der Sanitärfachmann, der muss vernünftig bedient werden, wohl wissen, dass der Endkunde von ihm und auch von Bosch dieselbe Erfahrung haben will, also dieselbe positive Erfahrung haben will. Das heißt, ich muss alle Personen in dieser Kette mitnehmen und sie als Menschen betrachten und als Menschen behandeln und mit ihrer Emotionalität und mit ihrer Umfeldsituation zurechtkommen und dann auch Entscheidungen oder Entscheidungen treffen und auch Entscheidungen treffen lassen, die ein sinnvolles Marketing machbar macht. Das heißt, es gibt eigentlich die drei Ebenen. Es gibt den Kunden, den Customer, es gibt den User und es gibt den Human, es gibt den Menschen. Ja, das ist alle drei fließen damit rein und was eine Person sein kann oder auch verschiedene. Oder verschiedene, genau. Ja. Guter Punkt. Mhm. Sehr cool. Also du hattest eben gesagt, eine Menge Potenzial. Hat es auch schon angesprochen, dass es aber natürlich starke Player, andere Ökosysteme gibt, zu denen es sich erstmal gilt zu verbinden. Verbinden ist ja eins, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja ein brachiales Wettbewerbsumfeld mit sehr potenten Wettbewerbern. Ich meine, sicherlich ist ja mal auf Deutschland bezogen Bosch eine absolute Größe, aber sobald wir da mal ein bisschen weitergehen in weltweit und jetzt gerade solchen den GAFAs, also wie Amazon, etc., das sind natürlich Unternehmen, die mittlerweile so unglaublich, fast unendliche Ressourcen haben, kann man ja fast schon sagen, bei Billionen Dollar Marktbewertungen. Wie stellt ihr jetzt sicher, dass ihr Innovationen trotzdem, ich sag mal, hervorbringt, die euch wieder nach vorne bringen? Ja? Ja. Wie macht ihr das? Wenn man sich den Prozess anschaut, ist es so, dass wir natürlich eine Fülle erstmal an externen Daten uns anschauen. Also wir haben Trends, Branchenreports, Marktbeobachtungen und sonstiges. Dann haben wir natürlich unheimlich viele interne Quellen. Ja, also wir kriegen unheimlich viel Kundenfeedback über den Customer Service, darf man nicht ignorieren. Mhm. Wir haben Customer Focus Groups, mit denen wir uns regelmäßig austauschen und Feedback bekommen. Wir schauen uns die App-Ratings und die Reviews an. Wir kriegen was aus den App-Usages raus. Das sind alles super Quellen erstmal, die einfließen mit einem kreativen Prozess im Design Thinking in neue Ideen. Und diese Ideen, damit wir auch nutzerzentrierte Innovationen daraus kriegen, schauen wir uns ja die wichtigen drei Säulen an, also Desirability, Feasibility und Viability. Also Desirability, gibt es überhaupt einen Kundenwunsch, ein Kundenbedürfnis? Und das ist echt wichtig, jedes Mal in jedem Meeting zu fragen, warum machen wir das? Was ist der Painpoint vom Kunden?
Dann natürlich Viability und Feasibility heißt, ist es überhaupt wirtschaftlich sinnvoll und kriegen wir es überhaupt hin? Und wenn wir diese Schleife durchlaufen und mit uns auf unsere Kernkompetenzen fokussieren, kommen wir sehr schnell zu schönen Ideen, die es gilt, iterativ zu testen. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig in der heutigen Zeit, rauszugehen, Klicktest-Dummies zu machen, mit der Focus-Groups zu testen, Feedback, wieder eine Schleife, wieder eine Iteration. Es ist in Summe schneller, es ist kundenzentrierter. Und da kommen auch dann tolle Innovationen raus. Ja. Du hast, wir haben jetzt gerade über euren Innovationsprozess gesprochen. Hast du mal ein Beispiel kürzlich, wo du darüber auch sprechen darfst, was so eine, ja, eine ganz besondere UX ist, die ihr in letzter Zeit geschaffen habt? Ja, wir können gerne bei dem Sicherheitsdenken bleiben. Jetzt haben wir so ein bisschen in die Domäne sind wir abgetaucht. Das ist auch hier kein singuläres Produkt. Ne? Es ist immer wieder im Prozess gedacht, wie kriege ich dieses Sicherheitsbedürfnis hin? Und es ist nun mal Fakt, dass in Deutschland alle 4 Minuten passiert ein Einbruch. Alle 4 Minuten. Und wir überlegen uns dann, okay, wie können wir das vermeiden oder im Fall dann halt eines Einbruchs, wie kriegen wir die Abschreckung dann hin von dem Einbrecher? Und da müssen wir im kompletten Prozess denken. Erstmal eine Prävention, zu überlegen, wie kann es denn überhaupt, wie können wir es verhindern? Und da muss man auch unkonventionelle Wege gehen. In dem Fall sind wir zum Beispiel mit der Polizei geredet. Also kommt man im ersten Moment ja auch nicht drauf. Und da gibt es auch eine Initiative, die heißt Keinbruch. Und da kommt raus, dass das wirkungsvollste Mittel ist eigentlich eine intelligente Anwesenheitssimulation vom Haus. Das heißt, wir haben da rausgefunden, dass es das Wichtigste ist eigentlich, um die Einbrecher abzuschrecken, einen Algorithmus, eine Simulation zu schreiben und den Kunden zur Verfügung zu stellen, dass die Lichter abwechselnd an- und ausgehen, zu unbestimmten Zeiten, nicht definierten Uhrzeiten, sondern ganz random, dass Elektrogeräte an- und ausgehen, dass die Rollladen von uns hoch und runter gefahren werden. Und das schreckt erstmal unheimlich viele Einbrecher ab. Und sollte es dann doch noch zu einem Einbruch kommen, dann haben wir uns angeschaut, wie passiert denn das? Also der Einbrecher, die Hälfte der Einbrecher kommen über die Terrassentür rein. Dann gefolgt von der Eingangstür und dann von den Fenstern. Und da haben wir uns angeschaut, wie kriegen wir es hin, dass wir eine Abschreckung, eine hörbare und sichtbare Abschreckung auch hinbekommen. Und da ist es, dass wir unsere Tür-Fenster-Kontakte oder Bewegungsmelder darauf trainiert haben, diese Einbrecher und diese Momente zu erkennen. Und dann, dass eine bestimmte Kette losgelöst wird. Das heißt zum einen, alle Rauchwarnmelder, die verknüpft sind, heulen auf. Das heißt, alle Lichter im Haus leuchten auf einmal rot. Das heißt, der User kriegt direkt ein Live-Bild auf sein Smartphone. Und der User kann dann natürlich auch direkt die richtigen Schritte einleiten. Was will ich damit sagen? Wir dürfen nicht einen Tür-Fenster-Kontakt oder einen Bewegungsmelder definieren, sondern müssen mit vielen Bereichen denken und genau wie du es gerade gesagt hast, die Facetten berücksichtigen, um den kompletten User-Story und den kompletten Flow hinzukommen. Es war genau das Stichwort, was ich bringen wollte. Also was wir tatsächlich als Agentur auch mit vielen Kunden entwickeln. Ja, also von erstmal der User-Typologie, aber dann diese User-Stories sich gemeinsam anschauen und dann zu gucken, das ist ja am Ende dann, die User-Story bildet ja dann eine Journey ab, die verschiedene Touchpoints oder User-Experiences beinhaltet. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich welche, die sind sehr crucial, also sehr entscheidend für das Gesamterlebnis, manche weniger wichtig. Mhm. Fand auch super, super spannendes Beispiel. Vielen Dank, Christian. Du hast gerade eben, wenn ich nochmal in einen anderen, auch passt sicherlich zum Thema Innovation, du hast das Thema Kollaboration gerade eben angesprochen, Vernetzung mit anderen Playern. Hast du auch da ein tolles Beispiel, für, wo du sagst, wow, da sind wir echt stolz drauf, wie wir da, ich sage mal, eine Verbindung, eine Connection geschaffen haben, die dann wiederum auch Mehrwerte für den User bringen? Also zum einen, vielleicht vorneweg, ich finde es super, dass die Kooperationsbereitschaft und Kollaborationsbereitschaft bei den Firmen steigt. Auch da, also in der Vergangenheit, hat jeder gedacht, jeder ich mache so mein Süppchen und jeder macht so seinen Part.
Und heute erkennt man, dass da die Chancen und Risiken deutlich überwiegen. Und dass man sich da auch austauschen kann, wenn man ein NDA macht und offen miteinander redet und sagt, okay, du hast deine Domäne, du hast deine Expertise, lass mal zusammen überlegen, kriegen wir da eine gute User-Story hin. Ein Bereich zum Beispiel in Kooperation mit Daimler, mit Mercedes-Benz. Wir können jetzt das Smart Home aus dem Auto bei Mercedes über das MBUX-Sprachsystem steuern. Und das ist natürlich super, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch heute Morgen wieder, ich gehe manchmal hektisch aus dem Haus raus. Und dann sitze ich im Auto und dann sage ich, ja, verdammt nochmal. Ist das Fenster offen? Ist das Fenster offen? Habe ich jetzt das Licht im Flur ausgemacht? Und bin dann aber im Auto unterwegs und darf natürlich auch nicht auf mein Handy gucken oder sonstiges. Also jetzt kann ich sagen, hey Mercedes, ist das Licht im Flur an? Krieg eine Rückmeldung und kann es dann ausschalten, sollte es noch an sein. Oder wenn ich heute Abend nach Hause fahre und denke, oh, jetzt aber kühl geworden. Wie viel Grad ist es denn bei mir in der Wohnung? Kann ich das erfragen oder kann sagen, bitte dreh schon mal die Raumtemperatur auf 22 Grad hoch, komm dann zu Hause an und ich habe direkt einen Wohlfühlfaktor. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass da jeder auf seine Kompetenzen achtet und sagt, wie kriegen wir da gemeinschaftlich mehr hin? Und ich finde, das ist, sind einfach Use Cases, wo der Kunde was von hat. Sehr gutes Beispiel, ja. Also ich muss zugeben, ich bin noch nicht so vernetzt zu Hause, aber wenn ich diese User-Stories so höre, dann glaube ich, werde ich auch in den Baumarkt fahren als nächstes, wenn die Show hier abgeht. Auf die Website. Postmarschum.com. Sehr gut. Wir haben gute und kompetente Partner, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Und bitte wende dich vertrauensvoll an unsere Distributoren. Du hast gerade eben gesagt, die Chancen überwiegen. Darf ich noch mal ein bisschen kritisch nachfragen? Das ist wohl dein Hut heute, oder? Genau, das ist mein Hut. Einfach deswegen, weil wir haben natürlich in den letzten Jahren, also wir selber sprechen im Age-to-Age-Marketing vom Ökosystem. Mhm. Ja, und dieses Ökosystem ist natürlich ein wesentlicher Teil der Realität und ich muss mich in diesem Ökosystem bewegen. Aber wir haben auch Unbalances. Also wir haben auch Situationen, wo die großen Internetunternehmen eine Position eingenommen haben, die für kleinere Startups oder mittelständische Unternehmen wie Bosch Smart Home schon gefährlich sein können. Also Next von Google, bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, wo die sind und was die können, aber ich bringe jetzt das Beispiel von Würth und Amazon. Nachdem Amazon den neuen Bereich Amazon Business aufgemacht hat, was 100% über Würth liegt, hat natürlich der Würth ein richtiges Problem bekommen. Würth hat ein Versprechen an den Kunden in Deutschland, dass er in 19 Minuten liefern kann. Also ich meine, Amazon versucht in 24 oder 28 Stunden zu machen, aber auf der industriellen Ebene, die Stützpunkte, die Würth hat, er könnte innerhalb von 19 Minuten aus irgendeiner Lage innerhalb von Deutschland liefern. Damit hat er eine Geschwindigkeit erreicht, die durch diese großen Internetfirmen nicht erreicht werden kann. Natürlich sind die schon auch im Food- und im City-Bereich bei 4 Stunden, aber es gibt jetzt für den Industrial-Bereich die Antwort von einem Kleinen gegenüber den Großen. Meine Frage geht jetzt in Richtung Smart Home. Da gibt es auch die Großen, die nicht nur Deutschland im Blick haben, sondern die Welt und die auch Ressourcen haben, die über das hinausgehen, was wir bei Bosch Smart Home haben. Wie geht man mit sowas um? Ich glaube, das sind zwei Sachen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass wir verstehen müssen, auch wie das Kräfteverhältnis ist und wie auch das die User-Wünsche sind. Das heißt, wir würden jetzt nicht sagen, wir müssen gegen die, sondern man kann schon mit denen. Man muss mit denen, was Schnittstellen betrifft und vermutlich muss man mit denen, aber ich finde, das ist gar kein Muss. Ich finde, das ist auch eine Chance für uns. Mhm. Weil wenn wir diese Schnittstellen haben und diese Anbindung haben und diese Marktpenetration von den Großen, das ist ja super, wenn wir da mit reinspielen können. Und mit reinspielen heißt ja nicht, dass wir direkt im Konkurrenzmodus sind, sondern dass der Kunde zu Hause halt beides bedienen kann, seamlessly. Mhm. Und dass halt wir eine bestimmten, ich komme immer mit Mehrwert liefern müssen. Absolut. In der Tiefe der Anwendung
und in unserer Domäne und wir müssen uns auch fokussieren. Wir können nicht in Entertainment groß, da ist nicht unsere Domäne. Das sind ganz andere drin. Wir könnten schon, aber das machen wir nicht. Also wir sagen, unsere Kerndomäne ist halt Sicherheit und Raumklima und Convenience. Und in denen haben wir alle, glaube ich, oder sehr, nicht alle, sehr viele Use Cases betrachtet. Und die müssen wir bestmöglich abdecken und weiterentwickeln. Und da gehört halt nicht nur die, ich wiederhole das immer so stark, nicht nur die Hardware dazu. Weil viele denken immer, ja, ihr seid ein Hardware-Unternehmen. Ganz im Gegenteil. Wir haben unsere App, wir interagieren jeden Tag, benutzt unser User unsere Systeme. Und das ist einfach toll. Und wir lernen tagtäglich. Und dieses lernende Organisation, wenn wir das nicht haben, dann hätten wir ein Problem. Aber also ich unterstütze es komplett, diese Fokussierung auf die Tiefe, diese Fokussierung auf Spezial. Verhältnisse, ich will jetzt nicht mehr Technologie nennen, weil es ist ja ein Verhältnis, ein Relationship. Wenn ich dieses Verhältnis vertiefe, hat der Kunde keinen Grund, woanders hinzugehen und wird auch weiter die passenden Sachen dazu packen. Hast du recht. Christian, du hast schon ein, zwei Mal jetzt betont, wie wichtig euch das Thema Datenschutz ist. Und ja, bin ich bei dir, das kann man gar nicht hoch genug hängen. Und gleichzeitig, da spreche ich jetzt mal, sagen wir mal aus unserem Arbeitsalltag, beschäftigen wir uns als Portneo, als CX-Agency sehr viel mit Daten natürlich. Und viele Projekte mit unseren Kunden drehen sich schon auch natürlich darum, gerade jetzt auch mit den verschärften Cookie-Policies, die kommen werden, dass natürlich immer mehr Richtung First-Data oder Party-Data geht. Also das heißt, dass ich meine Daten selber besitze. Ja, und das ist natürlich, gerade jetzt seid ihr da an dem Punkt, wo das natürlich schon auch eine gewaltige Chance ist. Und ich sage mal, meine Wahrnehmung ist schon, dass der Kunde auch gern bereit ist, also so kritisch wie das in Deutschland manchmal sehen, aber sehr wohl bereit ist, seine Daten zu geben. Und zwar nicht nur, sage ich mal, demografische Daten über ihn selber, sondern wirklich tatsächlich über sein Benutzerverhalten, wenn es ihm wiederum das Leben, einfacher macht. Kannst du das mal beleuchten, wie da euer Ansatz ist zum Thema, jetzt mal aus einer positiven Sicht, Daten sammeln zum Nutzen des Kunden? Ja, ist ein heißes Thema in Deutschland jedes Mal. Und natürlich ist das ein Schatz, ein wertiger Schatz, diese Daten, wenn man sie richtig weiß zu sortieren und zusammenzuführen, sind verschiedenen Bereichen. Aber wir müssen auch transparent erstmal sagen, lieber Kunde, was bist du bereit zu teilen? Also diesen Consent ganz transparent auch einholen und das sehen wir schon. Ich möchte da keine Prozentwerte sagen, wer da bereit ist, das zu machen, weil sie genau wissen, da kriege ich auch was für. Also weil das, was ich vorhin gesagt habe, wir lernen von den Kunden und wir können nur von den Kunden lernen oder wir lernen noch mehr, wenn wir natürlich auch anonymisiert die Daten entsprechend uns anschauen können und sehen, wow, welcher Service oder welcher Dienst wurde denn wo abgebrochen oder benutzt oder wo haben wir denn jetzt hier einen Bruch drin in der Beziehung und im Prozess. Und deswegen, ja, es ist ein Riesenschatz. Wir nutzen den und arbeiten da professionell mit, aber nur, deswegen sagte ich das vorhin, wenn der Kunde halt bewusst auch den Consent gegeben hat. Also ich hatte einen kleinen Ausflug, tatsächlich kürzlich auch eine User Story. Wir haben einen neuen Drucker angeschafft, WLAN-Drucker von HP. Ja? Und das ist auch, weil du hat mich so ein bisschen getriggert, als du eben erzählt hast, wie ihr auch dieses Erlebnis, dieses Entpackens und Instruktionsanleitungen, fand ich da auch sehr beeindruckend. Es gibt da gar keinen Instruction Guide mehr. Du musst dir die App installieren. War gar nichts mehr drin, also fand ich sehr radikal. Ich habe gesagt, okay, und dann führte ich tatsächlich ja die App durch. Nur dann bist du natürlich, also dann kamen noch zwei, drei Argumente zu sagen, hey, wenn du dich jetzt hier in so einem HP Smart Portal registrierst, dann kann der Drucker dann dir auch die Patronen nachordern, wenn sie leer sind. Und ich so, ja gut, eigentlich stimmt's ja. Ist ja doof, wenn die dann immer leer sind. Und prompt war ich komplett in diesem Ökosystem. Was drin? Mit all meinen Daten. Und dann muss man mal sagen, ja, wie war es denn noch vor 5 Jahren? Ja, da hatten HP an irgendwelche Distries sein Zeugs vertickert und waren reiner, ich sag mal, ja. Kistenschieber. Ja, Kistenschieber. Genau. Und jetzt plötzlich hat er durch solche Produkte die Möglichkeit, ganz nah an den Kunden ranzukommen. Ne? Aber trotzdem, ich finde auch immer spannend,
die Verweildauer von Apps. Ja, also wenn du sagst, okay, da musstest du die App installieren. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich sage mal, gefühlte 80% aller Apps, die ich installiere, sind nach 2 Minuten weg. Ja, also weil ich merke, oh, das Versprechen, also genau. da kann ich aber nichts mitmachen. Genau. Und es ist nur, wenn du wirklich kontinuierlich dranbleibst. Infos, Updates, Mehrwert schickst, nur dann benutzt du auch. Genau, also ich glaube, da ist tatsächlich die Drucker-App alleine schon grenzwertig, weil mit der interagiere ich jetzt nicht so häufig. aber da habt ihr natürlich eine ganz andere Chance, ne? Weil ich glaube, das zeigen ja auch psychologische Forschungen. Du musst schon, ich sag mal, mehrfach am Tag eine Interaktion haben, dass das wirklich in dieser Top 10 under Thumbs, sagt man ja, also es gibt eigentlich nur 10, 15 Apps, die du wirklich, wirklich intensiv nutzt. Und dafür braucht es die tägliche, Ich freue mich drauf, dass ab nächste Woche die Bosch Smart Home App bei dir dazuzählen wird. Also das habe ich ja schon mal mitgenommen. Weile mal, bei dir ist es ja bestimmt. Ja, schon. Doch, die Überzeugungsarbeit wirkt. Brauch noch ein bisschen. Okay, mach mal im Nachgang. Nein, aber ich meine die Customer Experience Geschichte, die du zur Sicherheit erzählt hast, ist eine wichtige. Ich selbst hatte 2 Einbrüche, deswegen weiß ich, was das bedeutet. Und deswegen ist jede sinnvolle Lösung eine Lösung, die einen beruhigt. Und da kann ich nur sagen, wenn es die gibt und wenn die kontinuierliche Betreuung da ist und wenn die Interaktion da ist und wenn die Daten vernünftig verwandt werden, gibt es überhaupt keinen Grund, nicht Ja zu sagen. Weil es ist nicht die Frage der Kosten. Weil wenn ich einen Einbruch habe, das sind Tausende. Ja, reden wir gar nicht von dem Emotionalen. Vom Emotionalen gar nicht gesprochen. Also meine Tochter hat nur noch mit Schrank vor der Tür geschlafen. Also das bleibt da. Also deswegen denke ich, man muss diese großen Dimensionen außen herum sehen und muss sozusagen, und das finde ich so toll, das Wicked Problem lösen. Also, das Wicked Problem, ja, das gefällt mir. Ja, das ist ja das Wicked Problem. Wenn das jemand ist aber nur Pain Point, aber Wicked Problem. Ja, das ist ja, wenn ich einen Einbruch habe, dann geht es an die Existenz. Ja, hast du recht. Und wenn ich dieses Existenzproblem löse, dann habe ich die Verbindung Leben lang. Und der Kunde, wenn er dieses Erlebnis nicht mehr hat, dann macht er alles, was notwendig ist. Nicht nur, damit er loyal ist, sondern damit er auch sein eigenes Leben wieder leben kann. Und deswegen ist es wichtig, dass Unternehmen den Blick auf die Wicked Problems haben. Also wir haben natürlich auch ganz große Probleme in der Welt, die wir nicht unbedingt sofort lösen können. Aber wir haben hier Sicherheitsprobleme. Und wenn ich das Ding Sicherheit nenne, dann ist es ja schon wieder nett geredet. Das ist ein Einbruch. Ja. Und dieser Einbruch ist ein persönlicher Angriff. Ja, und da spielt es auch keine Rolle, ob das Produkt dann 30 Euro mehr kostet. Genau, das spielt überhaupt keine Rolle. Also, weil die Schäden sind ja sowas von imminent. Und wenn ich als Unternehmen mich diesen zuwende, ich muss es natürlich auch kommunizieren. Ich muss es vorsichtig kommunizieren. Ja. Weil da gibt es ja auch Animositäten und sonstige Situationen. Aber wenn ich als Unternehmen mich diesem Wicked-Thema verschreibe, dann habe ich sozusagen den Zugang zu allen Leuten, die diese Situation erleben könnten. Klasse. Kai, du hast ja auch ihr mit eurer Agentur unheimlich viel Kontakt hier zu vielen Unternehmen und ihr seht ja unheimlich viel über die Branchen hinweg. Was siehst du so bei den Unternehmen CX als Themen, als Schwerpunktsachen, die ihr hauptsächlich bearbeitet oder wiederkehrend als Herausforderung auch sehen? Naja, also eigentlich genau das, was du schon beschrieben hast. Die Journeys per se, also das ist ja erstmal eine tolle Verheißung zu sagen, oh, wir malen die jetzt alle auf oder analysieren die, mappen die, wie wir sagen, und dann optimiere ich die. Ja, die große Herausforderung ist natürlich, das glaube ich wissen wir, es gibt nicht die User Journey, sondern es sind sehr, also multiple letztendlich, unendlich viele und ich kann die am Ende gar nicht mappen. Selbst wenn ich dann, was wir natürlich machen, dass wir immer mehr Projekte haben, wo über KI gesteuert die Journeys gehen. Das heißt, es gibt eigentlich gar kein festes Mapping, sondern sich gewisse Datenkonstellationen, Trigger ergeben, dann steuert quasi eine künstliche Intelligenz die nächsten Anstoßpunkte weiter. Aber was für uns tatsächlich in unserer Arbeit, wenn ich dann unsere Consultants schaue, dann konzentrieren wir uns wirklich auf diese Moments of Truth,
diese entscheidenden Punkte in der Journey, die das alles ausmachen. Ja, also wo ich als User entweder unglaublich demotiviert oder unzufrieden, dissatisfied bin oder wirklich natürlich einen extremen Schub für die gemeinsame Beziehung, wie du eben gesagt hast, Waldemar, und die, das Markenverhältnis schaffen kann. Ja. Man sagt ja auch häufig, in der Krise oder nochmal auf deinen Punkt, Service Dominant Logic, also in so einem Service-Fall, wo es wirklich um eine Krise geht, und das ist ja nichts anderes als so ein Wicked Problem, ist zwar jetzt ein bisschen größer, das kann natürlich auch eine ganz kleine User Experience sein, aber da habe ich die Chance, den großen Unterschied zu machen. Der nicht nur dann einen Preispunkt mir vielleicht erlaubt, höher zu machen, wie du es gerade gesagt hast, aber der natürlich vor allen Dingen die Loyalität extremst positiv treibt, damit meine Kundenbeziehung stärkt, längere Lifetime und letztendlich auch natürlich auch mehr Umsatz. Und das ist ja eigentlich, ich glaube, auch das Schöne, Waldemar, wir haben uns in unserer ersten Show ja intensiv darüber unterhalten, ja, dass wir gesagt haben, Customer Experience oder H2H Marketing, also Human-to-Human Marketing, ist natürlich viel, es ist wirklich nicht nur ein Washing oder ein nächstes Buzzword, was gerade reinkommt, weil das wird manchmal so ein bisschen verächtlich gesagt, das machen wir schon seit 30, 40 Jahren. Und das glaube ich nicht. Es ist ein Paradigmenwechsel, dass sich plötzlich nicht mehr darum geht, oh ja, wo habe ich denn Marktsegmente, wo ich denn noch möglichst viel erstmal Kunden finde, die ich dann schröpfen kann, also im Sinne von Share of Wallet, also möglichst viel rausholen, sondern es ist ein komplett anderes Denken, dass ich sage, ich muss wirklich ernsthaft, authentisch, ehrlich den Benutzer oder meinen Kunden in den Fokus rücken, mir überlegen, was bringt ihn wirklich weiter, was ist außerhalb einer monetären Sphäre wirklich den Mehrwert, den ich für sein Leben ergeben kann. Super. Das ist übrigens auch dann ein Thema, was wir in der Agentur wirklich viel machen, das war nicht nur die Datenpunkte anschauen, wir haben ja den Claim Data Meets Empathy, sondern dass wir wirklich auch viel auf der Empathy-Seite unterwegs sind, weil das sind natürlich Dinge auch, die du teilweise nicht nur aus den Daten lesen kannst. Mhm. Also was du gerade beschrieben hast, das sind tatsächlich viele Fokus-Interviews, die wir dann auch führen, um dann auch mal rauszufinden, zu sagen, wie entscheidend ist dieser Moment denn wirklich für dich? Ja. Super Slogan übrigens. Weil es trifft es genau. Trifft den Kern genau. Also ich würde gerne die Frage etwas anders beantworten, weil beim KI kommen ja die Unternehmen an, die CX als Thema erkannt haben. Das Problem ist ja anders, dass Unternehmen oder Unternehmensteile, und ich spreche auch jetzt Bosch an, da gibt es Bereiche, Fahrrad, Smart Home und so weiter, vielleicht auch Junkers, ich weiß es nicht, die sich diesem Kundenverhältnis in unterschiedlicher Art und Weise vom Prozess und vom Geschäftsmodell genähert haben. Aber es gibt auch Unternehmen oder Unternehmensbereiche, die das nicht machen, die aufhören die in der bestehenden Kundenbeziehung stehen bleiben, die eigentlich nicht weiterdenken, die nicht zu den richtigen Problemen vorstehen, die nicht auf die Wicked Issues zugehen, sei es im Automotive, sei es im Chip-Produktion. Also da gibt es jede Menge, wie wir ja vorhin gesagt haben, es ist ja der Prozess zu betrachten. Und oft wird der Prozess abgeschnitten, nämlich wo man eine Kundenbeziehung abgeschnitten ist. Also berühmte Beispiel, Matratzenhersteller fürs Hotel. Was interessieren mich die Hotelgäste? Natürlich interessieren die mich als Matratzenhersteller. Weil wenn ich als Matratzenhersteller beim B2B-Produkt aufhöre, dann kann mein Kunde Wettbewerbsprobleme kriegen. Klar. Das heißt, ich müsste bis zum Ende denken. Bis zum Ende denken. Ich habe jetzt ein außenliegendes Beispiel genommen, um nicht sozusagen das Öl ins Feuer zu gießen. Ja, ich möchte auch da ein bisschen widersprechen, weil du gesagt hast, so andere Geschäftsbereiche von Bosch, weil wir haben da schon in den letzten Jahren als Bosch in allen Bereichen ein Riesenumdenken gehabt. Okay. Also das User Centricity ist CEO-Thema. Volkmar Denner pusht das sehr stark in den letzten Jahren aber pusht es mit Überzeugungsarbeit. Es ist kein Top-Down-Thema, sondern wirklich mit Überzeugungsarbeit. Und die Diskussion, die wir hatten vor, keine Ahnung, bei Bosch in den letzten 5 Jahren, ist ja immer wieder, woher nehme ich denn jetzt auf einmal Geld, Zusatzgeld, um UX-Designer, Studien, genau. Das muss ich mir irgendwo anders ja rausschneiden, das ist ja immer bei neuen Themen so.
Und da ist es halt immer wichtig, dass man sagt, okay, was sind denn eigentlich die Benefits? Genau. Jetzt hast du schon viele genannt und es gibt tausende mehr. Aber es muss integriert sein in die Strategie. Es muss abgeleitet sein von den KPIs und es muss in die Prozesse, Teil der Prozesse sein. Jetzt haben wir viel über die Gegenwart gesprochen. Vielleicht dürfen wir mit dir nochmal so einen kleinen Ausblick nehmen in diesem ganzen Feld Smart Home. Das ist ja so ein bisschen, ich würde sagen, gab ja in den 60er, 70er Jahren, war man ja sehr weit, was Science Fiction betrifft. Star Wars und alles ist in der Zeit entstanden, ja. Ich habe das Gefühl, es hat jetzt so eine Weile ein bisschen abgeflacht und jetzt kriegt das Ganze schon wieder eine Dynamik, dass wir doch wieder auch sehr viel mutig vorangehen als Gesellschaft und zu überlegen, wie denn eine Welt von morgen ausschauen könnte. Und ich glaube, da seid ihr, ich sage es nochmal, ich glaube, in einem Umfeld, was über diese, ich sage mal, Befriedigung oder dieser Wicked Problems hinaus natürlich, ja, wo man sich auch viel vorstellen kann, was noch passiert. Gibt es irgendwas, wo du schon mal sagen darfst, was ist so eine Vision, die ihr habt? So, wie sieht das dann in 10 Jahren aus? 10 Jahre ist natürlich ein langer Zeitraum. Ja. Erstmal muss man sagen, Corona war natürlich ein Beschleuniger bei dem ganzen Thema. Also die Leute waren zu Hause und haben sich mehr ums Haus gekümmert und haben auf einmal realisiert, wow, das ist ja angenehm, ne? Also wenn ich hier die ganzen Themen habe. Hat nicht ganz so unsere Innenkameraverkäufe unterstützt, weil man sich selber nicht so viel filmen möchte, wenn man nur zu Hause ist, sondern das benutzt man natürlich mehr, wenn man draußen ist. Aber ansonsten war es für uns das ein Beschleuniger in der ganzen Thematik, die Häuser smarter zu machen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass dieses, weiß nicht, ob man, gestern sagte einer, smart as usual, also im Vergleich so business as usual, smart as usual, alles wird smart, alles wird vernetzt sein. Ne? Das ist ja auch dieses IoT oder AIoT-Thema. Und es wird mehr kommen, du hast eben genannt KI, also selbstlernende Algorithmen und unterstützende Themen werden halt reinkommen. Die Schnittstellen werden standardisiert werden, die Konnektivität wird da sein und das Haus, das wird halt sich den Routinen der Bewohner anpassen. Ne? Also das Haus wird mitdenken und den Alltag einfacher machen. Und da gibt es natürlich viele demografische Trends, die damit einzahlen. Alternde Gesellschaft, Smart Cities und all die Themen werden kommen. Aber das sind so die wichtigsten Aspekte, die wir in den kommenden Jahren sehen. Ja. Also viel mehr, du hast jetzt gerade eben gesagt, oh, jetzt sind wir schon. Und es ist ja auch ein Innovationssprung. Ich sitze in meinem Mercedes und sage, hey Mercedes, wie kalt oder warm ist es denn? Und dann drehst du mal jetzt 2-3 Grad wärmer. Und der nächste Schritt wird dann sein, dass der Mercedes oder das M-Box über das Bosch Smart Home es eigentlich schon selber erkannt hat, dass es für mich gut wäre, dass ich dann, weiß ich, in einer Stunde da bin, dass es mir eigentlich zu kalt ist, weil ich es dann immer nochmal wieder hochregel und es doch für mich das jetzt machen könnte. Ja. Absolut denkbar. Ja. Also solche Themen. Spannend. Waldemar, bevor wir zum Ende kommen, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich könnte mit Christian noch viele Stunden weitersprechen, weil das einfach so ein spannendes Umfeld ist. Aber hast du noch irgendwas? Also ich denke, die Frage jetzt nach der Zukunft ist eine wesentliche Frage. Natürlich ist Deutschland ein, oder Dach, wie wir es definieren, ein Experimentierfeld, aber eigentlich findet die Realität woanders statt. Also wir haben die 82, 83 Millionen Einwohner und sind froh, wenn wir die Zahlen halten können, durch Zuzug, das wissen wir. Aber wir wissen, dass in anderen Regionen die Städte um Dimensionen größer werden, dass sich der Urbanisierungsgrad in China auf die 60% zu bewegt. Das heißt, die großen Herausforderungen finden eigentlich nicht in Deutschland statt. Wir sind hier ein Experimentfeld, wo wir sehr educated Customers haben, wo die Grundbedürfnisse im Wesentlichen befriedigt sind. Natürlich gibt es Turbulenzen, aber die großen Themen von Smart Home, denke ich, sind außerhalb. Und auch die großen Potenziale. Also wenn ich mir die neuen Projekte in China anschaue, wo da 30, 40, 50 Skyrises in Chengdu oder sonst wo gebaut werden, die werden auch in Kinshasa und Johannesburg gebaut. Jetzt in Johannesburg gerade nicht. Unter den gegebenen Bedingungen, aber in Mosambik und sonstigen Städten. Das heißt, die Internationalisierung, die Anpassung an die
anderen kulturellen Verhältnisse. Das sind doch für mich die Herausforderungen, die jetzt CX uns gibt. Natürlich kennen wir die Dachperson oder die Möglichkeiten. Ja, ja. Aber selbst wenn ich in der Schweiz bin, habe ich andere Verhaltensweisen. Mhm. Und natürlich habe ich völlig andere Verhaltensweisen, wenn ich in Bangalore oder sonst wo bin. Gerade im häuslichen Umfeld. Genau, aber das ist ja eigentlich das Potenzial. Also wenn ich mir Bangalore anschaue und sehe, wie diese Stadt explodiert und wie viele Sicherheitsthemen die haben, da sehe ich einen Markt ohne Ende. Das heißt, also mir wird auch nicht Angst und Bange. Also ich hatte ja schon gesagt, Potenzial ist genug da. Danke auch für die Vorlage, weil wir haben Bosch Smart Home, gibt es ja als eigenständige Firma innerhalb der Bosch-Gruppe seit 5 Jahren jetzt. Mhm. Wir haben gesagt, wir machen unsere Sachen erstmal richtig. Von UX kommend, von dem Design, von den Produkten, von den Features, von den Themen, fokussiert auf Deutschland. Und was wir halt jetzt machen, ist der nächste Schritt erstmal, wir werden in den nächsten Monaten in 15 weitere europäische Länder ausrollen. Und das ist für uns ein großer Schritt erstmal, ja. Weil genau wie du sagst, man denkt so, die Schweiz ist doch gleich, okay, hat ein bisschen anderen Stecker, und der Rest passt schon. Nein, ganz und gar nicht. Nicht nur der Stecker. Ja, genau, ganz und gar nicht. Und du hast da absolut recht, und das ist, 15 Länder sind für uns 4. Die nehmen wir uns jetzt vor in den kommenden Wochen und Monaten. Die Hausaufgaben sind gemacht. Das war auch viel Groundwork da. Und wer weiß, wir sehen natürlich und beobachten die Trends in Amerika und in China und sehen, dass da die Technologie anders und weiter ist. Aber auch nicht kompatibel. Das heißt, auch bei Smart Home muss man immer schauen, welchen Standard habe ich, welche Kommunikation, welche Schnittstellen. Ja, gut, ist aber auch die Frage, welchen Standard setze ich? Also ich bin so ein bisschen ungeduldig, weil ich kenne natürlich den Bosch. Bosch hat mit den 135 Jahren schon immer Standard gesetzt. Aber ich kann mich auch an die erste oder an die zweite Reise von Robert Bosch erinnern, als er von San Francisco nach Tokio gefahren ist und da die Standards gesetzt hat. Also ich könnte mir einen zweiten Christian vorstellen. Das sind aber große Fußstapfen. Ich wusste auch nicht, dass du vor 135 Jahren mit Robert nach Tokio gefahren Nein, bist. Ich war nicht dabei, aber ich bin auf seinen Spuren gewandelt. Ah, okay. Er hat damals den Sündern nach Japan gebracht. Aha. In San Francisco gab es keine Automobilunternehmen. Ja, deswegen. Aber ich sag mal, von meiner Warte aus, ist natürlich Zeit auch ein wichtiges Thema. Natürlich ist Stabilität wichtig, aber es ist ein dynamischer Markt. Ist ein dynamischer Markt und wir wissen auch, wer Standard setzt, wird dabei sein. Und deswegen, ich muss natürlich schon sagen, das Ausrollen in Europa ist notwendig, einfach weil es der neben den USA monetär der stärkste, größte Markt ist, ohne Zweifel. Aber die Wachstumsmärkte sind woanders. Aber da bin ich ganz bei dir. Ich meine, wir reden hier natürlich schon auch über eine Plattformökonomie. Das ist natürlich, ich sag mal, das Potenzial. Ne? Wenn ich dann einmal da drin bin und das Ökosystem maßgeblich beeinflussen kann, sage ich mal, um es positiv zu sprechen, dann sind natürlich die Chancen sehr, sehr weit. Aber das ist natürlich, setzt natürlich auch gleichzeitig voraus, wenn ich dann nicht mitspiele, dann, also es wird sich jemand nicht 3 Smart Home Lösungen anschaffen, weil das ist alles andere als smart. Ne? Das heißt, es ist ein bisschen the winner takes it all, leider. Ich freue mich auf die Fortsetzung in 1-2 Jahren. Okay. Schauen wir mal, wo wir da Wunderbar. Stehen. Okay. Super. Gutes Stichwort. Wir müssen wirklich ein Stück weit auf die Zeit schauen. Liebe Zuschauer, ich danke erstmal fürs Zuhören. Danke natürlich auch vor allen Dingen, Christian, an dich. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Für die tollen Einblicke. Waldemar, du auch. Ich glaube, die Facetten, die du reingebracht hast aus Forschung, aber auch anderen Unternehmen, super spannend. Ich weiß nicht, vielleicht magst du, wenn wir so für unsere Zuschauer 3 Aspekte, was nimmst du heute mit von Christian? Also, ich bedanke mich, dass ich es darf. Ich bin komplett begeistert. Ich weiß noch nicht, ob ich Kunde wäre, aber die Argumente sind unumstößlich, schon fast. Was für mich jetzt wichtig war, zu erfahren, dass ein Unternehmen wie die Robert Bosch GmbH mit Teilbereichen oder auch jetzt im Ganzen sich dem CX so verschrieben hat. Also das ist für mich sozusagen ein Frohlocken. Einfach deswegen, weil ich natürlich diesen großen, stabilen Konzern kenne und auch weiß, was er für Automobil und für die Region hier getan hat. Was mich also besonders freut, ist, dass er diese Öffnung macht.
Das heißt, sich dem Kunden wirklich zu wenden. Mhm. Weil Bosch war ein Technologiekonzern. Mhm. Und dieser Technologiekonzern hat extrem viel geleistet und hat viel verändert, also vom Zünder bis zum Kühlschrank, was auch immer. Aber jetzt sind wir ja ein Stück weiter gegangen. Also die Welt hat sich verändert, die Wissenschaft hat sich verändert und die Einsichten in der Betriebswirtschaft, im Marketing sind umfangreicher geworden. Und wir sind froh, dass wir heute diesen Age-to-Age-Ansatz haben und dass CX oder UX, wie Bosch es nennt, im Zentrum steht. Und das ist ein Quantensprung. Also das ist für mich eine Einsicht, die ich jetzt heute gewonnen habe, die mir sagt, da ist Hoffnung, sowohl für Konzerne wie Bosch, als auch für den Standort, als auch für die europäische Situation, weil wir wissen es, die Amerikaner marschieren voran, die Chinesen gehen jetzt ihren eigenen Weg, aber den werden sie auch nicht lange alleine gehen, weil sie auch sehen, dass das Potenzial außerhalb ist. Das heißt, wir werden in einer globalen Triade leben müssen. Und wenn wir das richtig leben, dann können wir sowohl die Kunden ja, zufriedenstellen und sie in eine bessere Situation bringen, als auch als Unternehmen eine sinnvolle Position haben. Also das ist für mich mein Haupterkenntnis von heute. Also dem schließe ich mich an. Ich habe viel Optimismus mitgenommen. Ich glaube, da können wir in Deutschland gar nicht genug von haben. Von da aus nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ja, auch liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Das war die erste Show der CX Lounge. Unser nächster Gast steht schon fest. Und ich darf soweit versprechen, es wird eine andere Branche sein. Wir werden aber auch im Endkundenbereich bleiben und sicherlich wieder sehr, sehr viel spannende Insights zum Thema Customer Experience mitnehmen. Soweit, so gut. Bis zum nächsten Mal.